Dann hier unten. Oh. Da haben wir mal ein bisschen mehr von erhofft. Stacks haben wir ja noch. Vielleicht kommen wir ja zumindest jetzt noch mal rum. Ja, das sollten wir schaffen. So. Haben wir hier oben schon mal alles soweit fertig? Noch das Stück. Und hier vorne die Längsseite. So, dann haben wir Halbsteine. Können wir auch schon mal verbauen. Halbholzsteine. Das dient quasi so als Sicherheitsumrandung. Ich weiß, dass man über die Zäune dann auch später wirklich drüber springen kann. Aber im Schnitt man zumindest so eine kleine Blockade. Ist es recht eben, dann kann man das von unten auch machen. Es geht ja dann doch um einiges schneller. Sind da gerade meine Blöcke irgendwie verschwunden? So, das haben wir. Quatsch. So, als nächstes kommen Zäune drauf.
Fertig. Das ist doch ein guter Anfang. Die Schafställe sind fertig, der Tagebau ist angefangen. Okay, uns fehlen jetzt die nötigen Steine, um die Wege fertig zu machen. Das werden wir dann nächste Mal so nebenbei machen, dass wir dann halt mit der Spitzhacke hier erstmal Stein rausholen, dass wir die Wege fertig kriegen. Ja, ansonsten erfolgreiche Aufnahme, würde ich sagen. Ja, das gefällt mir dann doch nicht. Das hier auch nicht. Kann von mir aus so drumherum laufen, aber an der Stelle gefiel mir das nicht. So. Zum Abschluss gucken wir uns jetzt nur noch mal die Wolle an, die gesammelt ist oder sich angesammelt hat. Ich meine, trotz dass wir jetzt da hinten oder hier unten arbeiten, die Schafe arbeiten für uns ja auch weiter. Ja. Die Doppelkiste ist fast voll. Ach, was wird man aus der Wolle alles bauen können? Noch mehr Ponys? Ich höre jetzt gerade schon die Stimmen. Oh, bitte nicht. Ah, sind wir doch mal gespannt, was aus der Wolle wird. Also verwenden werden wir sie eh. So, für mich war's das für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Hallöchen, und da sind wir wieder zu Let's Play Minecraft. Lange ist her seit der letzten Aufnahme und es ist einiges vorgefallen, ja. Vielleicht erinnert ihr euch, naja, für euch war es ja gestern. In der letzten Aufnahme kam ja Fire Emblem. Das habe ich dann an dem Tag auch so 2 Stunden gespielt. Dann war ich durch die Wärme, es war ja mega heiß an dem Tag, kaputt. Und hab mich auf den Balkon verkrümelt. Ja, dort bin ich dann eingepennt und lag wohl eine ziemlich lange Zeit in der Sonne. Ja, das Ende vom Lied. Ich wollte aufstehen, mir war schwindelig, mir wurde schwarz vor Augen und dann lag ich da. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da lag, aber ich lag erstmal auf dem Balkon. Irgendwann bin ich dann wieder wach geworden, da war es schon dunkel. Mir war kotzübel, ich hatte mega Kopfschmerzen. Mich dann halt ins Bett geschleppt. Ja, irgendwann stand dann meine Mutter vor mir. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Und meinte, ich hätte mich nicht gemeldet. Oh. Keine Ahnung, wie lange ich weg war. Auf jeden Fall dann halt zum Arzt. Ja, Hitzschlag. Hirnhautentzündung. Nicht nett. Die Konsequenzen davon trage ich immer noch. So nach 3 Wochen danach auch noch mit mir rum. Ich bin nämlich stark geräuschempfindlich, weshalb ich heute auch mega leise spielen muss. Und vielleicht merkt man das auch an meiner Stimme, dass sie nicht so laut ist wie sonst. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber solange ich auf dieser Lautstärke spreche, ist alles gut bei mir. So, ich mache auf jeden Fall heute mal ein bisschen weiter, weil ich auch nichts anderes Sinnvolleres zu tun habe, außer vielleicht WoW spielen, was genauso sinnlos ist. Naja, eigentlich ist Minecraft ja doch sinnvoller, weil ihr freut euch drauf und deshalb mache ich das ja auch. Mal diese unterirdischen Bäche.
So, wir machen heute mit dem Tagebau weiter. Ich hole jetzt erstmal hier, soweit es geht, den Dreck von oben weg. Auffüllen. Welches ist die? Da. Wir sollten ihr mal andere Namen geben. Hätten wir damit schon mal kein Problem mehr. Ja, also mir ging es eine Zeit lang richtig beschissen. Vom Krankenhaus habe ich mich dann noch gedrückt. Hab dann quasi das Ganze mit Antibiotika behandelt. Viel Bettruhe. Im Endeffekt im Krankenhaus machen sie auch nichts anderes. Nur dass ich da halt überwacht und unter Kontrolle bin, falls es mir schlechter geht. Aber ich habe mir gedacht, ja, bin eh nicht so der Krankenhausmensch. Und das Risiko nehme ich in Kauf. Hat ja auch wunderbar geklappt. Ich hasse Krankenhäuser. Gibt nichts Schlimmeres als ein Krankenhaus für mich. Dann nehme ich doch eher die Leichenhalle. Ich habe halt eine richtige Abneigung gegen die Dinger. Ich weiß, sie sind nur zu unserem Besten da und keine Ruhe, ich kann mich nicht entspannen und zu einem Überfluss kriege ich jedes Mal.